der Kampf jetzt gleich laufen wird. Das macht Rosso gut. Das macht gut. Sie hat den Teilklitsch angesetzt und Bartindli kommt da nicht so richtig raus. Das war schon mal ein Anzeichen dafür, dass Gabriela Rosso hier nicht hingekommen ist, um eine, ja, eine Niederlage einzustecken. Und da ja, der Spinning Elbow von Bartindli. Und im Muay Thai, ich glaube, jeder, der von ein bisschen Ahnung hat, da sage ich jetzt nichts Neues, die Muay Thai typischen Aktionen, Ellenbogentechnik, in Clinchen arbeiten, werfen, die werden immer ein Stückchen mehr oder höher bewertet, als wenn es jetzt ein normaler Low Kick wäre. Und die Knie kommen rein. Eieiei. Werden wir hier eine Überraschung erleben? Denise Bartindli, oh ja, jetzt blutet sie ja natürlich aus der Nase. Wen wundert's? Ah, der Spinning Elbow. Da muss Rosso aufpassen, aber ich kann es nicht verstehen. Da kriegt Bartindli ein Knie nach dem anderen und sie tut nichts, um da richtig rauszukommen. Natürlich spekuliert sie auf den Spinning Elbow, aber das... Oh, oh, oh. Da sieht man die Muay Thai-Schule, die Rosso genossen hat, mit Alex Wolverine Schmidt und Lumberjack Daniel Köhler. Und Rosso hat sich auch wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Oh, sie wieder stellt die Bartindli an den Seilen. Sie haut die Knie rein. Und Bartindli blutet. Und ja, wird vom Ringrichter unterbrochen. Hoffentlich steigt der Vater jetzt nicht in den Ring. Hoffentlich steigt er nicht in den Ring, weil sonst wäre der Kampf vorbei, auch wenn es nur ein Bein ist. Ja, die Nase mal abputzen, aber... Junge, ist Rosso stark. Das ist richtig stark, was der Heidelberger Ring hier zeigt. Und natürlich, wie gesagt, mit Bartindli spekuliert auf diesen Spinning Elbow. Und wenn der mal durchkommt, da ist schon Schmackes dahinter. Aber da ist er bis jetzt noch nicht mal eine Schramme zu geben. Und jetzt macht es auch noch Rosso mit dem Spinning Elbow. Was für eine erste Runde. Boy, oh boy. Was für eine erste Runde. Was für eine erste Runde. Ja, da ermahnte Ringrichter nochmal Gabriela Rosso, aber es ist auch seine Aufgabe, dazwischen zu gehen, auch wenn der Gong kommt. Ja. Haben sie ein Lied für Denise Bartindli gedichtet und das wird die Unterstützung für die Ludwigsburgerin auch wirklich brauchen, weil die erste Runde ist weg. Die erste Runde ist definitiv weg. Aber wir haben ja noch vier Runden und es ist das Tempo, was Rosso hier festgelegt hat. Das ist schon echt enorm gewesen. Die Frage ist, wie lange kann Rosso das halten? Wie viel kann Bartindli hier einstecken und selbst wieder zurückzukommen? Also das ist noch sehr, sehr spannend. Also, meine Herren. Eddie, 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 Eddie.
meine, natürlich könnte jetzt Bartini auch hingehen und sagen, ich versuche mich auf meinen K1-Style zu verlassen. Aber, wie gesagt, nur Teiltypische Aktionen. Mehr und ja, oh du meine Güte, hat Bartilli ein Riesenei auf der Stirn. Wenn das aufdreht, Junge, 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 das ist richtig übel. Gar nicht so richtig gesehen. Oh ja, das ist ja ein drittes Auge. Meine Herren, also, also, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, wenn man das Ding weiter laufen lässt, weil man muss auch an die Gesundheit der Kämpferin denken. Das Ding ist riesengroß. Da muss doch der Ringrichter mal dazwischen gehen. Also, ich weiß nicht, sieht er das nicht? So riesengroß, da muss der Ringarzt drauf gucken. Ich meine, auch wenn es ein Pro-Titelkampf ist, Gesundheit der Kämpferin geht vor. Und sie kann... Bartilli hat hier nichts, was sie den Aktionen von Rosso entgegensetzen kann. Und mit diesem Ei auf der Brust, dann blutet die Nase wieder. Also, natürlich, es ist das gleiche Bild. Sie dreht sich weg, da muss sie auch ermahnt werden. Man kann sie auch mal ansehen, weil sie sich dem Kampf entzieht. Also für die Weltmeisterin sieht es hier alles andere als gut aus. Und aktuell der WM-Titelkampf, der WM-Titel scheint hier wegzugehen. Wenn das so weitergeht und wenn der Ringrichter nicht jetzt endlich mal was tut, meine Güte. Also ich sag ja, wenn dieses Ei aufgeht, dann, also grob fahrlässig, was man dann macht. Ja, anscheinend ist es nicht angekommen hier beim Ringrichter, dass man da mal wirklich zum Arzt geht. Das Knie war, das ist richtig auf die Stelle draufgegangen. Meine Herren, sieht er das nicht? Will er es nicht sehen? Also, sorry, kann ich nicht verstehen. Bei aller sportlichen Härte, wir haben Kampfsport und ja, Kampfsport ist auch hart, aber von denen lebt ja niemand von der Gage, die man hier bekommt. Ja, also, das braucht jetzt keiner zu glauben. Sie kämpfen nach A-Klasse Regeln. So, jetzt kommt der Arzt. Und mal schauen, was der dazu meint. Also, das hat mir ehrlich gesagt in der zweiten Runde überhaupt nicht gefallen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er diesen Kampf abbricht oder sagt, nö, das geht. Also, der guckt da gar nicht mal groß drauf. Aber gut, okay. Er ist der Arzt, ich bin's nicht. So, die dritte Runde. Dennis Bartilli. Und wenn man sich jetzt mal die Bilder angucken können, die unser Kameramann so perfekt einfängt. Ach du liebe Neune. Dennis Bartilli wird das überhaupt nicht so registrieren. Die ist so voll mit Adrenalin, weil sie auch eine extrem gute Kämpferin ist. Aber bisher kauft ihr Rosso den Schneid ab. Das muss man einfach so offen sagen. Ich denke mal... Ich vermute mal, vielleicht kommt Bartilli auch hinten raus, weil sie eben so erfahren ist, weil sie so viele mehr Kämpfe auf dem Buckel hat. Vielleicht auch die namhaft größeren Kämpferinnen gekämpft hatte. Mal gespannt. Aber da muss natürlich Bartilli aufpassen. Vor allem, wenn die Knie wieder kommen, dann igeln sie sich ein. Und das ist, ja, das ist natürlich der größte Fehler. Da muss man versuchen, rauszukommen. Ja, und dann wird sie geworfen. Das ist erlaubt. Und auch der Fanclub von Dennis Bartilli, die geben hier Gas. Auch wenn sie alle ein bisschen geschockt aussehen momentan. Also ich
glaube, das sieht auch der Vater von Denis Bartimli, Halil Bartimli, der selbst sehr erfahren ist und der weiß genau, das sieht hier nicht gut aus. Es ändert sich leider nicht. Von der ersten, von der zweiten Runde, es ist auch in dieser dritten Runde dasselbe. Die Unterstützung von den Fans von Denis Bartimli, die ist echt phänomenal, wenn man sich umschaut. Haben hier ein Megafon mit dabei, sie haben ein kleines Mikro mitgenommen. Es ist echt fantastisch, das muss man wirklich sagen. Aber bisher und Rosso auch in dieser dritten Runde, die Heidelbergerin, macht keine Anstalten, konditionell auch nur ein Ticken schlechter zu werden. Und sie bewegt sich einfach sensationell gut. Es gab nicht wenige, die auch gestern bei der Waage gesagt haben, naja, ist keine schlechte Kämpferin, Gabriela Rosso. Das kommt davon, wenn man nur die Kämpfe im K1 empfindet. Und wieder das Knie dreht. Und das hat Bartimli gespürt. Junge, Junge. Was kann die Ludwigsburger noch auspacken? Das wirkt sie natürlich nach auch gezeichnet, nach diesen harten Treffern. Also mal Lockix ausgetauscht. Und wenn Rosso reinkommt, dann zieht sie den Ellbogen mit. Und genau das ist es auch, was das Ganze im Muay Thai eben ausmacht. Nicht einfach nur blind mit dem Ellenbogen nach vorne laufen, nein, auch den Ellenbogen schön reindrehen, so wie man es eigentlich kennt, wie man es auch gerne sehen möchte. Die letzten Sekunden hier in Runde 3 und nochmal schwere Treffer von Rosso per Knie. Wahnsinn, auch ist eigentlich auch egal, ob es jetzt einen Shitstorm gibt, aber auch die dritte Runde geht an Herausforderin Gabriela Rosso. Und spätestens jetzt muss klar sein, Bartimli braucht Niederschläge. Nach reinen Punkten kann sie es so nicht mehr gewinnen, sie braucht die Niederschläge. So, und das Ei wird immer größer. Da ist auch WFMC-Präsident oder der Ehrenpräsident Isakus da, spricht mit Halil Bartimli. Also er kriegt auch mit dem Flatteis das Ding gar nicht groß kleiner gemacht. Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Und Rosso, sie steht da entspannt in der Ecke. War auch schon gestern bei der Waage total tiefenentspannt. Bartimli da schon ein bisschen, ja, ich sag's mal, direkter. So, die vierte Runde. Da braucht man aber extrem lange in der blauen Ecke. Also, Gottes Willen. Also, da ist jetzt schon klar, Bartimli wird hinterher ins Krankenhaus müssen. Definitiv. Und vielleicht muss man auch mal ganz ehrlich sagen, es gibt ja dieses eine bekannte Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und wir erinnern uns, gleiche Location vor ein paar Jahren, auch ein Muay Thai WM-Titelkampf von Denis Bartimli gegen die Schweizerin Martina Steiner. Und es war eigentlich ähnlich, wenn man ehrlich ist. Bartimli hat keine Chance gehabt im Full Muay Thai. Und dabei ist ihm K1 so gut, aber da fragt man sich auch, okay, die WM-Titel auseinander verwenden, ja, die hat sie ja auch gewonnen. Vielleicht klappt es auch heute einfach nicht, weil man ist ja nur Mensch. Da kann es nicht immer rund laufen, aber wenn so viele Fans mit dabei sind, dann möchte man natürlich extrem glänzen. Das ist völlig verständlich. Und die stehen hier auch auf und geben Gas. Sie unterstützen ihre Denis Bartimli. Aber auch in dieser vierten Runde, es ist Gabriela Rosso. Sie diktiert das Geschehen. Bartimli igelt sich hier fast ein. Also, wie gesagt, Muay Thai typische Aktionen. Sie werden und sie müssen stärker bewertet werden.
Die Hälfte der vierten Runde ist vorbei. Sie wollen Bartelli siegen sehen, aber danach sieht es nicht aus momentan. Aber trotzdem, ich finde diese Unterstützung einfach nur fantastisch. Und wieder die Knie. Und das ist alles egal, was Rosso macht. Nicht weil Anna Maggiore sie helfen, das hatte ich. Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Das sind legale Techniken. Und jetzt ist sie angeklickt. Bartelli muss runter. Sie muss runter. Kommt sie dann nochmal zurück? Junge, Junge. Vielleicht wäre es auch an der Zeit, das Handtuch zu werfen. Bin ich ganz ehrlich, weil sie hat jetzt in dieser Runde oder in der auch den vorangegangenen Runden so viele Treffer kassiert. Und das ist jetzt eben das Ergebnis. Und Rosso geht nach. Sie geht mit Kicks auf die Stelle nach, wo sie Bartelli eben runtergeschickt hat. Und sie geht um. Was für ein Knie zum Kopf, wie zum Körper. Und sie wird zum zweiten Mal angezählt. Noch einmal anzählen in der Runde. Und der Kampf ist aus. Aber Bartelli, sie steckt natürlich auf. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was sie Ludwigsburger machen. Schafft hier Rosso die Riesenüberraschung. Das wäre eine Riesensensation. Muss man doch schon sagen. Also nicht so, dass es Rosso keiner zugetraut hat. Aber Bartelli, keine Frage, aufgrund ihrer Erfolge und auch aufgrund der bestrittenen Kämpfe ist sie die Favoritin in diesem Kampf. Ja, eine Runde haben wir noch. Und ich sage ja, jetzt geht nur noch der brachiale Knockout für Denis Bartelli. Die dreimal runterschicken, zweimal runterschicken, gut. Wenn sie natürlich Rosso in der letzten Runde dreimal runterklingelt, dann hat sie das Ding noch gedreht. Aber was wäre denn das für ein Thriller? Das muss man sich mal vorstellen. Die letzte Runde. Seconds out, Betreuer bitte aus dem Ring. Und Ringfrei zur fünften und letzten Runde. So, die fünfte und letzte Runde. Jetzt rappelt es im Karton. Eine kleine Zahl an unbeugsamen Heidelberger Fans sind hier mitgekommen. Also ich kann nicht froh sein, dass dieses Ei auf der Stirn nicht aufgegangen ist bisher. Spinning Elbow, wenn er zu einer Spinning Backfist wurde, Denis Bartelli. Ja, der Kick zum Körper von Rosso. Eigentlich, die Heidelberger kannst du locker angehen lassen. Also, wenn das nicht... beide mit einer Spinning-Aktion und beide treffen sich natürlich da, wo man sich dann nicht treffen sollte. Und jetzt kommt wieder die Knieaktion. Eigentlich, ich wollte sagen, kann sich Rosso zurücklegen. Sie führt. Also, wenn das nicht der Fall ist zu diesem Zeitpunkt, wie es Marcel Reif schon mal gesagt hat, ich glaube, ich gebe es auf. Dann habe ich keine Ahnung mehr von dem Sport. Aber da kullert Bartelli gleich aus dem Ring und sie wird ein drittes Mal angezählt. Und wir haben noch über eine Minute. Ein weiteres Mal, der Kampf ist vorbei.
Und ich glaube, das hat sich Denise Battinli auch ganz anders vorgestellt. Aber man muss auch neidlos anerkennen, Gabriela Rosso macht das sehr, sehr, sehr gut. Ja, also, was soll's noch? Ich meine, sie dreht sich weg, sie kriegt ja permanent Runde für Runde harte Treffer. Auch im Sinne der Kämpferin, wenn man nicht dann hinterher nicht normal aus dem Fuß oder Seite, für die Sinne der Kämpferin, da kann man auch hingehen und das Rand werfen. Oder der Ring wird den Kampf einfach abbrechen. Weil Battinli, sie gewinnt jetzt hier nichts mehr, sie verliert diesen WM-Titel. Gut, da hat ja noch acht andere, da werden es vielleicht schon schmerzen können, aber sie ist sehr ehrgeizig. Und ich bin mir sicher, Denise Battinli wird wieder zurückkommen, auch wenn es heute mit dem Sieg nichts werden wird. Und wir hätten bestimmt eine neue Weltmeisterin ausgerufen bekommen. Also sehr sportlich und da muss jetzt keiner irgendwie meinen, wie ausverletzt wird. Egal aus welcher Ecke das kam, das braucht der Kampfsport hier garantiert nicht. So, ich habe gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Ich denke, die Ladies haben absolut abgeliefert. Ein Riesenapplaus für beide Damen. Wir haben ein einstimmiges Punktergebnis. Punktrichter 1, Werdenkamp 50 zu 42. Punktrichter 2, Werdenkamp 50 zu 43. Und Punktrichter 3, Werdenkamp ebenfalls 50 zu 43. Für die neue Weltmeisterin des BFMC, Gabriela Rosso!